Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Inquisition. Und wie ihr seht, natürlich stehe ich wieder mal vor dem großartigen Kriegsrat. Und ich würde sagen, erst einmal machen wir alles andere, was wir hier noch zu erledigen haben. Schließlich dürfte Josephine, das war du, ne? Ist fertig, wunderbar. Ein Fluss plus 240, das klingt doch nicht schlecht. Himmelsbeobachter zum Steinbärenstamm entsenden. Der Besuch des Himmelsbeobachters war für den Steinbärenstamm ein Anlass zu feiern. Er erzählte ihnen Legenden und unterwies sie in Heilpraktiken seines eigenen Stammes. Thane Sonnenhaar hat uns dafür gedankt, dass wir ihren Stamm ein derartiges Geschenk gemacht haben, das sich später in der Nacht außerdem in ihren eigenen Schlafstadt wiederfand. Ehrlich, Sonnenhaar, du bist ja drauf. Sehr schön. Angesichts der traditionellen Knotenzeremonien bei Avar-Hochzeiten frage ich mich, ob sich da vielleicht eine fesselnde und neue Beziehung anbahnt. Ja, warum denn auch nicht, Josephine, ha? Super, suprem. So, ein kultureller Austausch. Sigrid Gulsdottno. Da war gerade mein, irgendetwas hat bei mir gepiept. Aber ich glaube, das war mein Tablet oder so. Ich hoffe, das hat man nicht gehört. So, ihr erinnert euch an Sigrid Gulsdotten, die Frau, die ihren Avar, oder besser gesagt, ihren Geistlehrer nicht verlieren wollte und somit als von der Kirche so bezeichnete Abscheulichkeit durch die Gegend läuft. Ich halte sie nicht für eine Abscheulichkeit. Sigrid Gulsdotten ist als Rekrutin eine äußerst, sagen wir mal, interessante Wahlinquisitor. Kommandant Kallen hat zu diesem Thema noch einiges mehr zu sagen. Aber es gibt dennoch nicht wenige Scholaren und Magier, die großes Interesse daran bekundet haben, mit einer stabilen Abscheulichkeit zu sprechen. Sie ist keine Abscheulichkeit. Insbesondere, da die Kirche zu schwach ist, es gewaltsam zu unterbinden. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich denke, in Begleitung von jemandem, der sie anleitet und einige Wachen, die sie beschützen, wäre Gulsdotten bei ausgewählten Lesungen und Salons ein durchaus gern gesehener Gast. Das hoffe ich doch. Botschafterin Montelier, das kann nicht euer Ernst sein. Kommandant Kallen. Oh, doch, Kallen, das ist unser absoluter Ernst. Was hättest du denn da gemacht, Kallen? Das ist Wahnsinn. Wenn es unbedingt sein muss, soll sich diese Avar-Abscheulichkeit mit unseren eigenen Scholaren treffen. In einem kleinen Raum, weit entfernt von allen anderen. In Anwesenheit eines Templers. Ich glaube, Kallen, die gute Cassandra hat dir noch nichts von ihrer eigenen Abscheulichkeit erzählt, nein? Eieiei, Kallen, du kannst es nicht hinter dir lassen, oder? Lass mir einfach freie Hand, Inquisitor, und ich schicke unsere neue Avar-Magierin auf eine anregende Reise des kulturellen Austauschs. Fangen wir an. Hau rein! Hau rein! Ja, das finde ich wiederum gut. Ein Gesuch an die Halle der Bewahrung. Gerade fertig geworden, was? König Billen hat Professor Kenrick freundlicherweise Zugang zu der Halle der Bewahrung in Orsama gewährt. Sobald dessen Arbeit in der Frostgipfelsenke beendet ist, natürlich. Um diese Übereinkunft zu bekräftigen, wurden in der Zwischenzeit schon vorab einige Abschriften über Orida geschickt. König Belen hofft, dass weiterhin alle Beteiligten von unserer Allianz profitieren. Josephine. Es folgt eine Anmerkung von Kenrick, der
erste Abschnitt besteht aus verschiedenen Dankesbekundungen, die jeweils wieder durchgestrichen und durch eine noch überschwänglichere Version ersetzt wurden. Oh Gott, Kenrick, bitte. Ich kann nicht in Worten fassen, wie sehr ich mich darauf freue, die Halle der Bewahrung aufzusuchen. Allein die Dokumente, die mir bereits geschickt wurden, sind einfach unglaublich. Wie es scheint, entstammte Orinna einer Familie aus der Kriegerkaste. Ach, was du nicht sagst. Die Theorie, sie sei eine adlige Ausreißerin gewesen, war romantisch und hat mir persönlich immer gut gefallen. Dass wir nun aber die Wahrheit kennen, macht sie mehr zu einer realen Person und weniger zu einer Legende. Und das ist meiner Meinung nach noch deutlich besser. Die Geschichte besagt, Orinna habe Emeridin kennengelernt, als sie in den tiefen Wegen gegen Dämonen kämpfte. Da Zwerge bekanntermaßen über keinerlei magische Fähigkeiten verfügen, hat Emeridin sie aufgesucht, um herauszufinden, wie Nichtmagier Dämonen wirksam bekämpfen können. Orinna war auf diesem Gebiet äußerst beschlagen und hat verschiedene einzigartige Methoden entwickelt. Mit Emerins Freund Heron kam Orinna eigentlich augenscheinlich nicht sonderlich gut zurecht, zumindest in dieser Zeit. Und als sie bekannt gab, dass sie den Teig verlassen würde, sorgte dies für gewaltiges Entsetzen. Insbesondere deshalb, weil es den Verlobungsgesprächen zwischen Orinnas Familie und einem anderen wohlhabenden Haus ein jähes Ende setzte. Die Dokumente enthalten außerdem einige Beschreibungen der Methoden, die Orinna im Kampf entwickelt hatte, und ich denke, sie könnten für euren Kommandanten von Interesse sein. Ich werde sicherstellen, dass sie in Besitz der Himmelsfeste verbleiben. Professor Bram Kenrick, Universität von Olli. Eine überragende Dämonentöter-Rune. Danke, Kenrick. Sehr schön. Die sind alle fertig geworden, das ist ja unglaublich. Beschwichtigung von Emeridins Erben. Der Gilain-Clan entbietet der Inquisition seinen Dank. Wir hatten seit langem vorgebracht, dass Emeridin unserem Volk entstammte, sind damit bei den Lords von Orlé jedoch nur auf Hohn und Spott gestoßen. Die Entschädigung, die wir nun von den Damerides, wie auch immer sie sich aussprechen, erhalten haben, werden unsere Familien über den kommenden Winter bringen. Wir ehren die Inquisition dafür, dass sie sich der Wahrheit verpflichtet fühlt. Hüterin Lavinia Gilain. Ja, das ist, hast du gut gemacht, Kallen. Hast du wirklich gut gemacht. So, das ist immer noch die Unterstützung für Vivienne, die ich nicht machen möchte. Und sonst, oh, warte, doch, auf Seiten von Orlé gibt es noch etwas zu machen. Und zwar die Bürde mit dem Bären. Ja, wir haben ja Storvaka bei uns aufgenommen, mehr oder weniger. Mal gucken. Nicht daran beteiligt, aber die beiden, okay. Inquisitor. Ich habe einen alten Avar-Krieger ausfindig gemacht, der sich im Umgang mit Stammestieren auskennt. Es war nicht gerade billig und als ich ihn überzeugt hatte, die Aufgabe zu übernehmen, bestand er darauf, dass ich Storvaka selbst kennenlerne. Das Tier hat das Futter meines Mantels mit dem Fell eines Bären verwechselt und mich angeschleckt. Der Avar war höchst amüsiert und meinte, Storvaka halte mich wohl für ein Junges mit Krätze. Oh Gott, wer schreibt das? Wer schreibt das? Keiner.
dessen ungeachtet habe ich mir überlegt, wie wir das Tier einsetzen können. Wir sollten diesen Krieger und Storvaka gemeinsam mit einem Trupp Soldaten zu anderen Stämmen der Avar schicken, um ihnen die Macht der Inquisition vor Augen zu führen. Auf diese Weise könnten wir Verbündete gewinnen und die Avar davon überzeugen, uns bei den Patrouillen in den Bergen zu unterstützen. Niemand kennt das Frostgipfelgebirge besser als Sie, Kommandant Kallen. Ja, Kallen, warum solltest du das nicht selber machen? Was würde denn Liliana machen? Es wäre mir lieber, wenn wir unsere neuen Freunde nicht in Gefahr brächten. Suchen wir Storvaka eine Höhle, in der sie sich wohlfühlt und in der sie bleiben kann, bis ihr Dienst für uns beendet ist. Och, Liliana, du willst sie wieder einsperren. Der Bär gehört in die Freiheit. Hör mal. Gib mir Gelegenheit zum mindest einem Vorteil aus dieser Demütigung zu ziehen. Ach, Kallen, es tut mir so leid für dich. Ein Junges mit Krätze, sorry. Lasst uns Storvaka gemeinsam mit unseren Soldaten entsenden und die anderen Avar zu beeindrucken. Inquisitor. Mach es, Kallen. Mach es einfach. Wunderbar. Somit werden wir uns tatsächlich noch in dieser Folge auch mit der Hauptmission auseinandersetzen. Allerdings würde ich ganz gerne mit einer kleinen Person noch hier einmal sprechen. Und zwar mit der kleinen, süßen... nicht Dagna, mein Gott. Haring. Haring, hast du das alles gut überlebt? Den Gang in die Frostgipfelsenke? Hey. Hey! Ist irgendwas vorgefallen? Schwester Liliana hat mich heute angestarrt. Ich glaube, sie wird mich töten lassen. Was? Nein! Ich muss gehen. Das würde ich niemals zulassen, Haring! Glaub mir, niemals! Hallo Sigrid, bist ja immer noch hier. Immer noch hier? Ja, der war die ganze Zeit hier. Flisser auch. Und etc. pp. Wir haben sie ja fast alle gerettet, glaube ich. Euer Gnaden. Adan hat, glaube ich, nicht überlebt noch damals. Gut, auf geht's. Es geht weiter mit der Hauptmission. Und die geht nirgendwo anders weiter als natürlich, wie soll es auch anders sein, am Kartentisch. Rüber nach Olé und rüber die Folgen des Hochmuts. Kosten 40 Macht, wir haben 309. Die Inquisition ist jetzt eine ernstzunehmende Macht. Rufe ihre Verbündeten dazu auf, ihre Soldaten zusammenzuziehen und gemeinsam mit der Armee von Inquisitor Trevelyan in die Arborwildnis zu marschieren, wo sie ein letztes Mal auf Corypheus-Fanatiker treffen werden. Die Inquisition muss Corypheus aufhalten, bevor der Magister der dunklen Brut in der Wildnis ein seit langem verschollenen Elfenartefakt findet, dass es ihm gestatten würde, das Nichts körperlich zu betreten und sich dessen Macht anzueignen. Empfohlene Stufe 16 bis 19, wir sind da weit schon drüber. Wen hätt's gewundert? Wir haben ja auch ganz, ganz viele andere Nebenmissionen erledigt. Mit einem Illuvian könnte Corypheus das Nichts körperlich betreten? So ist es. Der Inquisitor kann bestätigen, dass diese Artefakte noch immer funktionieren, wenn man sie zu benutzen weiß. Was passiert, wenn Corypheus das Nichts betritt? Nun, dann erfüllt sich Corypheus einen Herzenswunsch und erlangt die Macht eines Gottes. Oder, und das ist wahrscheinlicher, dieser Wahnsinnige entfesselt Mächte, die die Welt in Stücke reißen. Das lasse ich nicht zu. Das kann ich nicht. In der Tat. Falls Corypheus Erfolg hat, werdet ihr nämlich gewiss die Erste, die seinen heiligen Zorn zu spüren bekommt. Verzeiht mir die Frage, aber
Heißt das, alles ist verloren, wenn wir den Illuvien nicht vor Korypheus finden? Korypheus hat einen Vorsprung, egal wie schnell unsere Armee marschiert. Wir sollten unsere Verbündeten mobilisieren, bevor wir aufbrechen. Können wir auf sie warten? Wir sollten vorab unsere Spione in die Arbor-Wildnis entsenden. Ohne Rückendeckung durch Soldaten? Ihr würdet die Hälfte von ihnen verlieren. Was sollen wir dann tun? Überlegt euch etwas. Alle drei, gemeinsam. Josephine, unsere Verbündeten sollen Späher schicken, die in der Wildnis zu uns stoßen. Liliana, eure schnellsten Spione begleiten sie. Gemeinsam haben wir genug Spione, um Korypheus' Armee bis zur Ankunft von Kallens Soldaten aufzuhalten. Ha! Ich bewundere eure Zuversicht, nur ist die Arbor-Wildnis kein sonderlich gastfreundlicher Ort. Diese Wälder sind voller alter Elfenmagie. Es wäre nachlässig, von uns auf euer Wissen zu verzichten, Lady Morgan. Bitte lasst uns an eurer Weisheit teilhaben. Deshalb bin ich hier. Allerdings freue ich mich, dass ihr den Wert meines Wissens zu würdigen wisst. Habt ihr noch weitere Anweisungen, Inquisitor? Zunächst bestand die Inquisition nur aus einer Handvoll Soldaten. Dank euch sind wir heute eine Armee, die einen selbsternannten Gott stürzen wird. Ich könnte mir keine besseren Ratgeber vorstellen. Und ich spreche für uns alle, wenn ich sage, wir könnten uns keine edlere Sache vorstellen. Wir werden Korypheus in der Wildnis stellen, bevor er den Tempel oder diesen Illuvien findet. Jo, und nun heißt es auf in die Arbor-Wildnis, jagen wir Korypheus. Wen nehme ich mit? Ich möchte mitnehmen Sarah als Elfe. Ich möchte mitnehmen Cassandra. Und, wow, wen nehme ich noch als drittes mit? Solas. Schaffst du das, Cassandra? Du musst. Inquisitor! Wie läuft die Schlacht, Hauptmann? Die Roten Templer fallen unter unseren Klingen, euer Gnaden. Kommandant Cullen sagt, sie sind fast am Ende. Laut unserer Späher ist Korypheus unterwegs zu einer Elfenruine nördlich von hier. Wir können euch eine Bresche durch seine Armeen schlagen. Tut nur, was ihr tun müsst. Wir brauchen genug Leute für die Siegesfeier nach unserer Rückkehr zur Himmelsfeste. Wir werden euch nicht enttäuschen, my lady. Komme, was mag. Andraste sei mit euch.
Ich frage mich, ist es Andraste, die eure Soldaten in der Schlacht anrufen, oder kommt ihnen ein anderer Name über die Lippen? Sie respektieren mich, Morrigan. Niemand hält mich für den Erbauer. In der Tat. Es ist weitaus wahrscheinlicher, dass ihr ihnen helft, als irgendein Kirchenmärchen. Aber ich schweife ab. Wenn die Berichte eurer Späher korrekt sind, könnten diese Ruinen der Mythal-Tempel sein. Das heißt? Der Tempel ist ein heiliger Ort aus den Legenden der Elfen. Wenn Korypheus ihn sucht, ist der Illuvien, den er begehrt, dort verborgen. Hoffen wir, dass wir diesen Tempel erreichen, bevor der ganze Wald in Rauch aufgeht. Das hoffe ich auch. Herzallerliebste Morrigan, natürlich. Und da ist die kleine Truppe, die ich mitnehmen will. Und schau mal an, wer da hinten steht. Hallo, Sylvain. Wir sind uns der Pläne bewusst, die Korypheus für uns und unser Volk hat, Botschafterin. Ihr müsst jedoch entschuldigen, dass unsere Gedanken allein unserem geliebten Königreich gelten. Ich bete, dass es Orlais während eurer Abwesenheit wohlergeht. Wir sind eher wegen unserer Rückkehr an den Hof in Sorge. Unser werter Vetter Gaspard meint, es könnte ein Sturm aufziehen. Es ist schwierig, so weit in die Zukunft zu blicken. Aber ich bin sicher, Eure Majestät kann jedem Sturm trotzen. Wir werden sehen, wie sich die Schlacht entwickelt. Noch droht uns Korypheus in den Abgrund zu reißen. Und das ist eine Sache, die ich hier nie verstanden habe. Warum spricht Kaiserin Selene immer noch über ihren euch. Vetter Gaspard, den sie doch hat hinrichten lassen? Oder lebt er vielleicht doch noch? Hallo Selene. Wir sind hoch erfreut, euch zu sehen, Herold. Dieser Tag wird Geschichte schreiben. Wir haben das Privileg, mitzuerleben, wie die Inquisition ihre Bestimmung erfüllt. Der Anblick unserer orlesianischen Verbündeten, die hier ihr Leben aufs Spiel setzen, erfüllt mich mit Demut. Eure würdige Sache hätte so oder so Anhänger, selbst wenn wir sie nicht unterstützen würden. Männer und Frauen des Glaubens dienen euch. Ihre Gunst ist nicht geringer als die unsere. Ihr Dienst nicht weniger teuer. Mit Orlais an eurer Seite werdet ihr über Korypheus triumphieren. Möge das Licht mit euch sein. Na, das hoffe ich doch. Oder, Josephine, was sagst du denn zu dem Ganzen hier? Inquisitor, es heißt, dieser Illuvien liegt ganz in der Nähe in einem Tempel. Dort wird die Schlacht am heftigsten wüten. Möge Andraste euch schützen. Unsere Soldaten sind tapfer. Die Inquisition wird sich durchsetzen. Dann werde ich wie all die anderen Gläubigen warten. Viel Glück. Na dann, warte mal schön wieder auf mein Erscheinen hier bei der Inquisition. Ja, das war doch mal ein interessantes Video oder ein schönes Video, was wir da sehen durften. Und habt ihr Lilianas tiefen, finsteren Blick erhaschen können? Das flößt einem durchaus auch mal ein bisschen Demut und Angst ein. Wunderbar, wir stehen jetzt hier in der Aberwildnis, aber es wird erst in der nächsten Folge weitergehen in der Aberwildnis, denn auch jetzt werde ich hier wieder einen Schnitt setzen. Ich weiß, die Folge ist jetzt noch nicht diese üblichen 30 Minuten lang, aber wir hatten ja auch genug Folgen dazwischen, die durchaus länger als 30 Minuten waren. Somit bedanke ich mich jetzt recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund. Und bis zur nächsten Folge, wenn ihr es denn so wollt. Tschüss!